Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich den Philips 65 OLED 705/12 Fernseher. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 65 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine OLED-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 100 bis 120 Hertz. Mit dem Zauber von Ambilight. Mit Philips Ambilight fühlt sich jeder Moment echt an. Intelligente LEDs, die den Fernseher umranden, reagieren auf die Handlungen auf dem Bildschirm und leuchten so eindrucksvoll, dass es sie fesselt. Erleben Sie es nur einmal und Sie verstehen, warum Sie keinen Fernseher mehr ohne Ambilight möchten. Egal welche Quelle, Perfektion ist garantiert. Die Philips P5 Engine sorgt dafür, dass das Bild stets so brillant ist wie Ihre Lieblingsinhalte. Details haben sichtbar mehr Tiefe, die Farben leuchten und die Hauttöne wirken natürlicher. Der Kontrast ist so scharf, dass Sie jedes Detail spüren können. Bewegungen sind ausnahmslos fließend. Lebensechte Bilder. Mit einem OLED-TV können Sie durch einen größeren Betrachtungswinkel ein einzigartig realistisches Bild genießen. Schwarztöne sind tiefer, Farben sind lebendiger. Details in Schatten und Lichtern werden präzise wiedergegeben. Alle gängigen HDR-Formate werden unterstützt. So spüren Sie die volle Kraft jeder Szene. Die Farbe des Fernsehers ist ein mattgrau. Er wiegt 28,5 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen: 144,87 cm in der Breite, 82,97 cm in der Höhe und 4,93 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 300x300 VESA-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von G. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 116 Kilowattstunden pro 1000 Stunden. Flaches, elegantes Design. Sie möchten einen Fernseher, der zu Ihrem Raum passt? Dieser 4K Smart TV ist für jede Umgebung gerüstet. Der nahezu rahmenlose Bildschirm passt zu jeder Inneneinrichtung. Die schlanken Standfüße erwecken den Eindruck, als würde der Bildschirm über dem Fernsehschrank schweben. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich folgende Anschlüsse: zweimal USB 2.0, einmal USB 3.0, einmal Ethernet RJ45, viermal HDMI 2.0, einmal Satellite In Main F-Type Female, einmal Optical Audio Out, zweimal 3,5 mm Audio Out, einmal Antenna RF Female und einmal C+1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA und Bluetooth 4.2. Der Fernseher verfügt über drei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 50 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über ARC an den Fernseher angeschlossen werden. Dolby Vision und Dolby Atmos. Die Unterstützung von erstklassigem Dolby-Klang und Dolby-Videoformaten bedeutet, dass die HDR-Inhalte, die Sie sich ansehen, großartig klingen und aussehen. Genießen Sie ein Bild genau wie vom Regisseur gewollt und erleben Sie einen raumfüllenden, klaren und tiefen Sound. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Android 9.0 Pi gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streaming-Dienste. Android TV. Philips Android TV liefert Ihre gewünschten Inhalte, wann Sie es möchten. Sie können den Startbildschirm mit Ihren Lieblings-Apps so anpassen, dass Sie ganz einfach mit dem Streamen von Filmen und Serien, die Sie lieben, beginnen können. Oder machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Ich habe die Kundenrezension studiert und die negativen Punkte hervorgehoben. Mit der Amazon Prime App ist das Bild zu dunkel. Menüführung ist etwas kompliziert. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Bild ist top. Ambilight ist super. Sehr gute Qualität. Der Ton ist nicht schlecht. Damit ist unser Test des Philips 65 OLED 705/12 Fernsehers nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen?
Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare, ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin!